Hast du alle sortiert? Ich weiß nicht, welche ich zeigen will. Sie sind alle so schön. Ich filme einfach mal alle ab. Ja, ich denke, das ist das Beste. Das wird es sein. So. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist wieder Sonntag. Der Tag lädt jetzt nicht so wirklich zur Gartenarbeit ein. Außerdem ist Sonntag, ihr solltet euch erholen, ihr sollt meine Videos gucken. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Es gibt bei Von der Meden in Siedenburg nämlich was Neues. Und zwar haben wir tolle Gürtel für euch gefunden. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, aber wir waren von dieser Idee sehr begeistert. Wir haben ja bislang immer nur unsere tollen Stretchgürtel gehabt, was ihr hinter mir auch seht. Und so zum Tacken. Und viele von euch haben gesagt, Claudia, ich kann das nicht tragen. Ich trage bei einer Jeanshose grundsätzlich immer einen Gürtel. Und die muss ihn auch tragen, weil sonst rutscht mir die Hose weg. Wäre ja schade, das will keiner sehen. Ne? Also kann man das natürlich auch nutzen und kann das so ein bisschen aufmotzen. Denn wir kommen jetzt in die Zeit, wo es diese schönen Shirts gibt, Moment, diese schönen, tollen T-Shirts, die man einfach so in die Jeanshose stecken kann. Und wäre so eine Jeanshose nicht der Knaller, wenn man auch einen tollen Gürtel hätte? Also ich finde schon. Guckt mal, was ich für euch gefunden habe. Es gibt hier, ich habe das schon mal vorbereitet. Ich hoffe, ihr seht das. So kann man das so erkennen. Ein Gürtel mit einer tollen Schnalle, passig in die Jeanshosen reingezogen. Wir hängen das T-Shirt weg. Es soll heute wirklich um die Gürtel gehen. Und zwar zeige ich euch das jetzt nochmal so korrekt hier. Also passt perfekt in unsere tollen Jeanshosen rein von der Breite hier. Ihr braucht also keine Angst zu haben, dass der Gürtel zu breit ist für eure Jeanshosen. Der passt da super rein und so eine Schnalle sieht schon motzig aus. Jetzt sagt er vielleicht, ja, also diese Schnalle finde ich jetzt nicht so toll. Kein Problem! Diese tollen Gürtel haben nämlich was ganz Besonderes. Die sind hier zuzumachen mit einem Dorn. Unsere Gürtel sind übrigens aus echtem Leder, aus Wasserbüffelleder, und die gibt es einmal in Braun und einmal auch nochmal in Schwarz. Das sehen wir gleich nochmal. Diesen Gürtel könnt ihr nämlich umändern. Ihr knöpft den einfach auf. Der hat hier bei der Schließe so ganz tolle Nietenknöpfe oder Druckknöpfe, und da könnt ihr einfach dann, ne, sei kein Frosch, ne, könnt ihr dann ganz locker, man sollte es richtig rummachen, jetzt habe ich es wieder. Mann, ey. Wir zeigen das gleich nochmal von nahem. So, dann kann man das hier reinhängen und dann klipst ihr das wieder zu. Und schon hat der Gürtel eine völlig neue Optik. Hier dieser witzige Frosch. Moment, der hat hier so einen kleinen Nippel drauf. So, auf dem Dorn. So, und dann könnt ihr den wieder hier einfach zumachen. Das ist ganz toll, wenn man es nicht anhat. Moment, bin gleich soweit. Es dauert ein bisschen. Guckt, und schon hat die Hose eine ganz neue Optik. Cool? Ich find's klasse. Und ihr könnt super viel damit machen. Wer jetzt sagt, ey Claudia, ein Frosch, wer trägt denn Frosch an der Hose? Ja Gott, ihr vielleicht nicht, ich schon, ich fand ihn cool. Aber, ups, vielleicht, die ganze Deko fällt auseinander, vielleicht gibt es auch noch andere, was euch gefällt. Hier habe ich diesen gleichen Gürtel nochmal in Schwarz. Und da haben wir hier einmal diese Schließe drauf gemacht mit dem Sternenhimmel. Wir zeigen euch die gleich nochmal so insgesamt. Denn ihr könnt jeden Gürtel wählen mit der Schnalle eurer Wahl. Und die Herren, die jetzt hier nebenbei wieder zuhören müssen, so nach dem Motto, oh, hat sie immer alles nur für Frauen. Ey, ihr könnt solche Gürtel auch tragen. Habe ich extra für euch ausgesucht. Für die Biker von euch. Ab unter euch habe ich hier einen ganz coolen Gürtel, den ihr hier, ne, die Gürtelschnalle, die ihr hier perfekt auch drauf machen könnt. Die Ledergürtel gibt es natürlich alle in unterschiedlichen Längen, also so, dass auch, ne, alle da reinpassen. Und die Gürtelschnallen sind dann in dem Moment flexibel. Und wir gehen stark auf Ostern zu, und das wäre doch was Tolles fürs Osternest, oder nicht? Oder auch mal toll zu verschenken zu dem Nullgeburtstag, wenn ihr wisst, der junge Mann fährt unheimlich gerne Motorrad, dann schenkt ihm doch einfach so eine Schnalle mit so einem Gürtel dazu. Tolles Geschenk, und er wird immer an euch denken. Also eine richtig coole Sache. Hier nochmal ganz toll auch so ein großer Anker. Kann man jetzt schlecht sehen, wenn ich das jetzt, wartet mal, ich mache es nochmal hier drauf. Ja. Sieht man besser dann. Ne? Mhm. Wir machen das jetzt mal so im Schnellverfahren hier. Ich kann euch nicht alle zeigen. Das ist übrigens die Firma Rettungsring, wer es noch nicht gesehen hat. Ich wollte gerade sagen, wann kommt sie endlich mal da drauf? Steht da so mitten im Raum, ne? Ihr wisst es ja, ich bin immer gut sortiert hier.
sie nicht mal die Hälfte vergessen. In den Gürteln steht übrigens auch dieser coole Spruch mit Rettungsring. Also wenn euer Gürtel euer Rettungsring ist, dann... Dass die Hose nicht wegrutscht. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Also das steht hier auch dann nochmal drin. Und wie gesagt, eine tolle Qualität. Langlebig, nachhaltig und sehr, sehr schön. Also ein toller Gürtel. Richtig toll von der Qualität, auch schön dick. Das ist auch so ein Material, was jetzt nicht so bricht oder was weiß ich was oder unangenehm ist. Also das ist schon, da habt ihr schon was Vernünftiges, um die Hose zu halten. Und es gibt natürlich auch Klassiker, ne? So wie diesen hier, so einen ganz, ganz schlichten, einfach nur mit so einem gehämmerten Silber. Ich habe jetzt hier wirklich nur mal so ein paar hingelegt und dann habe ich noch was. Cooles. Moment. Ich muss nochmal gerade den Frosch wieder abmachen. Stunden später. Caroline muss jetzt so, die Kamerafrau muss jetzt mal eben gerade hier so einen Schnelldurchlauf machen. So, wer von euch kein Frosch sein will, aber trotzdem Tiere mag, ganz bestimmte Tiere, wesentlich größer als ein Frosch, für den habe ich hier was ganz Besonderes. Und zwar so eine richtig coole, Pferdeschließe. Ist die cool? Ich finde die richtig stark. Und für alle Pferdefreunde unter euch ist das sicherlich was. Könnte ich mir vorstellen, oder? Kann man das gut sehen? Und wenn ihr jetzt sagt, ach, ne, ist auch alles nicht so meins mit Tieren, habe ich es nicht so, hätte ich hier nochmal was ganz Besonderes. Noch wieder, ich habe nur besondere Schließen gekauft. Weil einfach kann ja jeder. Wir haben nur die tollen. Wenn ihr es vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt, die schönsten Schließen haben wir. Ganz einfach. Guckt mal. Sieht das klasse aus mit dem Anker. Für sie, für ihn, für alle. Richtig toll. Und passt super toll zu unseren Ringel-Shirts. Ne? Wir halten das nochmal so dahin. Ihr müsst es euch jetzt so ein bisschen vorstellen. Ne? Der Gürtel in der Hose. Und dann, ne, also mit dem Ringel, richtig cool. So, das waren unsere Besonderheiten. Wir blenden nochmal Verschiedenes ein. Wir haben extra für die Gürtel eine neue Wand errichtet hier im Geschäft. Und ja. Dann haben wir noch was Neues. Ihr seht sie hier schon funkeln vielleicht. Ich weiß nicht, ob es euch schon dezent aufgefallen ist. Wir haben wieder nachgelegt fürs Osternest. Perfekt, die wunderschönen Magic Pearls. Vielleicht seht ihr sie an meiner Hand auch schon wieder glimmern. Ich weiß es nicht, ob es gerade so günstig reinfällt. Und da gibt es dieses Mal was ganz Tolles. Es wird ein Workshop geben. Am 11. März. Mai. Am 11. Mai 2022, den haben wir noch vor uns, am 11. Mai, es ist ein Mittwochnachmittag, habe ich eigentlich den Laden zu, aber für den Workshop haben wir offen, nur für diesen Workshop. Es wird nachmittags um 15.30 Uhr einen Workshop geben für Mutter, Oma und Kind. Da könnt ihr selber eure tollen Magic Pearl Armbänder fertig machen. Näheres werdet ihr bei uns erfahren und ab 18 Uhr nur für Erwachsene. Meldet euch an, save the date, denkt daran, das wird eine coole Aktion. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns und denkt an Ostern an und an unsere tollen Gürtel. Bis dann, ciao!